Ja, vielen Dank, Herr Legrand, für die freundlichen einführenden Worte. Ich habe ein kleines bisschen Angst vor der Vorstellungsrunde eben, aber es ist ja alles gut gegangen mit den Details aus meiner Jugend. Sehr verehrte Damen und Herren, ich freue mich sehr, die Studie heute vorstellen zu dürfen. Wir hatten tatsächlich die erste Studie, die sich ausschließlich dieser Nachwendegeneration der unter 30-Jährigen widmet. Also man hat oft gesagt in Sonntagsreden, die Wende ist eigentlich vollendet, gerade bei den jungen Leuten ist eigentlich alles gleich heutzutage. Steckt es nicht drin? Okay, noch besser. Da hatten wir tatsächlich so ein bisschen unsere Zweifel und wollten das mal empirisch nachprüfen. Und dank der Otto-Brenner-Stiftung, die die Mittel zur Verfügung gestellt hat, ist es auch gelungen. Vielen Dank dafür und auch für die stets angenehme Zusammenarbeit. Was haben wir getan? Wir haben uns tatsächlich der Fragestellung gewidmet, unterscheiden sich Ost- und Westdeutsche noch in ihren Einstellungen, obwohl sie zusammen im Vereinigten Deutschland aufgewachsen sind? Wenn ja, woran liegt das? Liegt es im Grunde an der Situation, an der Situation in der Region, in der die Menschen leben, oder liegt es an der Sozialisation? Also wie sind Menschen aufgewachsen, was haben sie von ihren Eltern, von ihrer Umgebung aufgeschnappt? Wir haben einen zweistufigen Forschungsprozess gehabt. Wir haben erstmal gedacht, wir schauen uns mal an, wie leben denn die Leute zu Hause so, die unter 30-Jährigen, und haben 30 junge Menschen zu Hause besucht, je 15 in Westdeutschland und in Ostdeutschland, um auch ein bisschen Inspiration zu gewinnen, was bewegt die jungen Leute heutzutage, was für ein Wissen gibt es überhaupt über die Zeit vor der Wiedervereinigung, auf welchem Niveau können wir die Leute auch abholen, was jetzt den Fragebogen angeht, den wir dann nämlich in der zweiten Stufe administriert haben an mehr als 2000 unter 30-Jährige in Ost- und Westdeutschland. Wir haben die Daten gewichtet, sodass sie repräsentativ für unter 30-Jährige in Ostdeutschland und Westdeutschland eben sind. Ich habe jetzt mal 8 Dinge dabei. Also die Studie selbst ist viel größer, die hat fast 80 Seiten, gibt es auch sicherlich noch zu bestellen bei der Otto-Brenner-Stiftung. Da hinten habe ich auch schon ein paar Exemplare gesehen. Ich habe jetzt 8 Dinge, die Sie wissen sollten über die Nachwendegeneration. Der erste wäre im Grunde, das ist jetzt keine Einstellung im engeren Sinne, sondern eher eine Sichtweise, der Wirtschaft geht es gut, aber die Chancen sind nicht gleich verteilt zwischen West und Ost. Und zwar haben wir die wirtschaftliche Lage in Deutschland beurteilen lassen von den jungen Menschen. Und da zeigt sich, dass das im Grunde völlig gleich ist. Also 75% der jungen Leute in Westdeutschland sehen die wirtschaftliche Lage in Deutschland als gut an. In Ostdeutschland sind es im Grunde genauso viel mit 74%. Wenn wir dann allerdings schauen, wie schaut es denn in Ihrer Region aus, da ist das Bild nämlich ein deutlich anderes. Da ist im Westen der Wert der gleiche, fast, wie für Gesamtdeutschland. Im Osten allerdings schätzen nur 59% die Lage in der Region als gut ein, also 15 Prozentpunkte weniger im Osten. Die eigene Lage dagegen wieder, die ist relativ ähnlich. Die ist jetzt nicht super toll. In der Gesamtbevölkerung haben wir hier höhere Werte. Wir müssen aber auch sehen, dass es eben hier junge Leute sind, wo vielleicht das große Geld noch nicht unbedingt geflossen ist. Im Westen sagen hier 59% gut, im Osten 54%. Viel schlimmer allerdings, oder der größere Unterschied zumindest, sehen wir hier bei der Zustimmung zur Aussage, für jemanden wie mich ist es einfach, hier in der Region einen guten Job zu finden. Und hier sagen tatsächlich im Westen 57% ja und im Osten nur 46%. Die Mehrheit stimmt hier nicht zu. Was hier spannend ist, zum einen 11 Prozentpunkte weniger Zustimmung im Osten, allerdings auch im Westen ist eben nicht auch überall Taunus, München und Hamburg, sondern auch fast 40% sagen, es läuft nicht so dolle in meiner Region. Das ist vielleicht wichtig für später noch, für Punkt 7. Die Wiedervereinigung war im Osten viel häufiger ein Thema in Familien. Wir haben hier gefragt, wie häufig haben Ihre Eltern oder Familie über die Wiedervereinigung gesprochen oder die Folgen. Im Westen sagt hier nur gut jeder Vierte eher häufig oder häufig.
Im Osten ist es fast jeder zweite. Viel wichtiger allerdings, in welcher Tonalität wird drüber gesprochen. Und hier ist es im Westen deutlich positiv bei denen, die überhaupt drüber gesprochen haben. 22% eher positiv, nur 6% eher negativ. Im Osten war es viel häufiger ein Thema, was ja auch kein Wunder ist, weil es ja auch Biografien viel stärker über den Haufen geworfen hat oder eben auch beschleunigt hat. Sagen fast ein Drittel eher positiv und 16% eher negativ, also deutlich mehr positives Gesprächsthema, deutlich mehr negatives Gesprächsthema. Um was ging es dabei zum Teil auch oder was ist dabei rausgekommen bei den jungen Leuten? Da kommt eben raus, dass sich Ostdeutsche nicht immer fair behandelt gefühlt haben. Auf die Aussage, die Menschen in Ostdeutschland wurden nach der Wiedervereinigung oft unfair behandelt, stimmen im Westen gut die Hälfte zu, ein Drittel nicht. Im Osten sind es mehr als drei Viertel. Also dieses Gefühl, dass die Behandlung, dass nicht immer alles gerecht und fair abgelaufen ist, ist im Osten doch deutlich vorhanden. Und es sind jetzt nicht nur Leute, die 77%, die sagen, ihren Eltern ging es dadurch schlechter oder wir sind Wendeverlierer oder alles ist ganz schrecklich, sondern es ist einfach die Sache, dass es einfach mit ein Thema war in Ostdeutschland und ist diese negative Behandlung. Es macht immer noch einen Unterschied, Punkt 4, ob man aus dem Osten oder aus dem Westen kommt. Hier sehen wir relativ deutliche Unterschiede zwischen den ost- und westdeutschen jungen Menschen. Die Aussage, alles in allem macht es heutzutage keinen Unterschied mehr, ob man aus Ost- oder Westdeutschland kommt, stimmen im Westen 57% zu, 41% lehnen ab. Im Osten ist es quasi umgedreht. Nur ein Drittel stimmt zu, zwei Drittel sagen, nein, das stimmt so nicht. Es macht immer noch deutlichen Unterschied. Und hier geht es ein bisschen auch zum einen um diese zum Teil unfaire Behandlung und zum Teil aus dem, was daraus Punkt 5 gemacht wurde. Ich habe mal hier ein Fragezeichen hinter Stereotypen gesetzt, weil es natürlich aus der Forscherperspektive schwierig ist, das auseinanderzuhalten, was ist irgendwie manifest objektiv wahr und was ist subjektive Wahrnehmung. Was wir allerdings immer gerne machen, ist, wir lassen die Leute einfach mal ausfüllen mit einem Wort. Im Vergleich zu Westdeutschen sind Ostdeutsche viel und dann sollen sie ein Attribut hinschreiben. Das ist jetzt nicht hundertprozentig wissenschaftlich, ich schaue mal den Professor Faas an, aber es macht immer gibt ein ganz gutes Bild, was da so in der Gefühlswelt der Leute los ist. Er hat genickt. Das sagen Westdeutsche über Ostdeutsche. Können es mal ganz kurz wirken lassen, ein bisschen die Vibes hier aufnehmen, die hier mitschwingen. Die Ostdeutschen sind aus Sicht der Westdeutschen offener, gleichzeitig aber auch, wir sehen es ganz rechts, rassistischer und dann ein relativ großes Cluster, ärmer, benachteiligter, kommt da schon relativ deutlich raus. Also je größer ein Wort hier ist, desto häufiger wird es genannt. Gleichzeitig auch ein bisschen traditioneller, konservativer wäre vielleicht noch ein bisschen ein anderes Cluster. Ostdeutsche über sich sagen dagegen, das Ärmer kommt jetzt in beiden Gruppen durch, das scheint in beiden Bevölkerungsteilen gesetzt zu sein, gleichzeitig aber ein doch deutlich positives Bild von sich selbst, bodenständiger, bescheidener, offener, freundlicher, aber eben, ich hatte es schon gesagt, schlechter bezahlt und ärmer. Das sind auch jetzt im Grunde Ergebnisse, die wir in dieser Art von Forschung, wenn wir in Bundesländern unterwegs sind, im Westen und im Osten, eigentlich immer wieder so sehen. Das Gleiche haben wir auch mal für die Westdeutschen gemacht. Da ist es ähnlich spannend, aber anders. Im Vergleich zu Ostdeutschen sind Westdeutsche viel, sagen die Westdeutschen, wissen auch selbst oder ahnen es, dass sie reicher sind, sehen sich selbst auch als offener, weltoffener an, toleranter. Aber hier, wir sehen sie oben rechts, auch so dieses Arrogante, Eingebildete kommt auch ein bisschen durch. Und das ist definitiv ein Punkt, der von den jungen Ostdeutschen so bestätigt wird. Das ist jetzt nicht nur das Arrogante, es ist tatsächlich auch, wir sehen hier noch überheblich, eingebildet, arrogant, hochnäsiger, abgehobener. Also es ist ein relativ deutliches Bild und wir sehen es jetzt auch bei den ganzen Studien, die
zum Mauerfalljubiläum veröffentlicht wurden. Diese Idee, man ist irgendwie der Deutsche zweiter Klasse oder man wird irgendwie nicht für voll genommen. Das kommt hier auch in dieser Studie bei der Generation der unter 30-Jährigen relativ deutlich durch. Ich sollte nicht verheimlichen, es gibt auch Leute, denen war es zu blöd, da eine Antwort zu geben. Das war nie die Mehrheit. Manche haben auch gesagt, das ist irgendwie zu einfach da mit einem Wort. Das ist viel komplexer, als man denkt. Aber ich denke einfach, dass diese Wortwolken schon ein ganz gutes Bild geben. Punkt 6. Ein deutliches Gerechtigkeitsdefizit wird gesehen bei den jungen Leuten und vor allen Dingen auch hier wieder im Osten. Wir haben gefragt, alles in allem geht es in Deutschland gerecht zu und haben Zustimmung dazu abgefragt. Da finden wir im Westen noch eine knappe Mehrheit. Im Osten ist es nicht der Fall. Hier sagen nur 41%, ja, in Deutschland geht es allen gerecht zu, alles in allem. 57% stimmen dem nicht zu. Wenn wir hier ein bisschen in den Daten wühlen, sehen wir, dass Sozialisation eine Rolle spielt. Also spannenderweise lehnen das nicht nur Leute ab, die jetzt selbst sagen, uns geht's schlecht oder wir wurden ungerecht behandelt, aber allein die Tatsache, dass häufig über die Wiedervereinigung und die Folgen gesprochen wurde, führt dazu, und in dieser Bandbreite der Thematik, dass Menschen, die mehr darüber gesprochen haben, auch weniger wahrscheinlich sind, Deutschland gerecht zu finden. Viel wichtiger als die Sozialisation ist ja allerdings die Situation. Und wir haben hier vorhin gesehen, dass die wirtschaftliche Lage im Osten von vielen jungen Menschen als weniger gut angesehen wird, auch die wirtschaftlichen Perspektiven und Jobchancen. Und wer hier weniger, wer die nicht sieht, der glaubt auch weniger, dass Deutschland gerecht ist. Also in Bezug auf die eigenen Chancen, aber auch das Umfeld, das Soziale und die eigene Region. Spannenderweise ist es allerdings kein genuiner Ost-West-Effekt. Denselben Effekt haben wir in abgehängten Regionen in Westdeutschland. Also wenn ich jetzt im Grunde in einer strukturschwachen Region im Westen bin und das sage, hier gibt es keine guten Jobs für mich und Menschen wie mich, dann neige ich auch eher dazu, Deutschland nicht gerecht zu finden. Im Osten ist aber eben diese Sichtweise oder diese Lage weiter verbreitet. Punkt 7, Zufriedenheit mit Demokratie ausbaufähig. Wir haben hier nicht gefragt, sollen wir jetzt bald die Diktatur wieder einführen, sondern wir haben gefragt, alles in allem funktioniert das demokratische System in Deutschland momentan gut. Sagen im Westen 58% der jungen Leute, im Osten 51%, es ist wieder ein bisschen weniger. Das deckt sich auch mit Forschung, die wir in der Gesamtbevölkerung durchführen ab und an. Da ist auch der Wert im Osten in der Regel ein bisschen niedriger. Das ähnliche Muster wie bei der Gerechtigkeitsfrage. Wer sagt, in der Region läuft es gut, es gibt Jobs und so weiter und so fort, ist eher geneigt, mit dem Funktionieren der Demokratie zufrieden zu sein. Also es basiert ganz eindeutig auf so einer Art Output-Legitimation. Trotz allem sehen junge Leute mehrheitlich die Wiedervereinigung als gelungen an. Die Wiedervereinigung ist insgesamt gelungen. Im Westen 3/4 Zustimmung, im Osten signifikant weniger, nur gut 60%, ein Drittel lehnt es hier ab. Trotzdem eine deutliche Mehrheit in beiden Landesteilen, die sagen, ist insgesamt gelungen. Und wir haben noch ein paar andere Fragen dazu gestellt. Kaum jemand wünscht sich jetzt irgendwie die DDR zurück oder die alte BRD, also der Wunsch, dass es zwei getrennte Landesteile wären, ist sehr gering ausgeprägt. Was tun wir damit? Was ist unser Fazit? Ich habe hier mal ein paar provokante Thesen zusammengestellt. Die deutsche Einheit ist nicht vollendet. Wir werden noch lange damit zu tun haben. Warum sage ich das? Ich sage das, weil wir in der Einstellungsforschung auch häufig sehen, dass sich Einstellungen dann doch über verschiedene Kohorten einfach bis ins Alter durchziehen. Und wenn wir es nicht geschafft haben, bei den unter 30-Jährigen jetzt irgendwie eine ungefähre Ähnlichkeit herzustellen, gehe ich davon aus, dass sich das zumindest bei diesen Menschen durch deren Lebensweg noch durchzieht. Wo Perspektiven bestehen, ist auch Zufriedenheit größer. Das gilt für den Osten und den Westen. Und Deutschland muss auf die Couch und dort Nachwendeerfahrung verarbeiten. Also darüber reden, was ist gut gelaufen
was ist schlecht gelaufen und vor allen Dingen miteinander reden und weniger übereinander. So weit, so gut die ersten Ergebnisse.